Ein gutes Gedicht schreiben. Wie geht das? Ich möchte dir eine bestechend einfache Methode zeigen, wie du ganz zauberhafte Gedichte schreiben kannst. Und ich berufe mich dabei auf keinen geringeren als auf Robert Gernhardt, den großen deutschen Dichter. Es wird also spannend. Ich habe ganz besondere Erinnerungen an dieses Buch, denn ich habe es in einem Deutschkurs behandelt und ich kann sagen, ich war von Anfang an begeistert, meine Schülerinnen und Schüler weniger. Mit der Zeit haben sie jedoch gemerkt, dass das Ganze durchaus ganz reizvoll sein kann und zwar vor allem wegen einer Sache, ich habe sie verdonnert, tatsächlich eigene Gedichte zu schreiben. Die Überlegung von Robert Gernhardt sollte nicht rein theoretisch bleiben und das ist auch das Besondere an diesen Texten zur Poetik, dass sich ganz, ganz viele Beispiele von Robert Gernhardt finden und wer schon mal ein Gedicht von Robert Gernhardt gelesen hat, der weiß, dass das meist unterhaltsam ist. Auf jeden Fall habe ich meine Schülerinnen und Schüler ganz viele Gedichte schreiben lassen. Und auch ich möchte dir heute zeigen, wie du Gedichte schreiben kannst und was du aus Robert Gernhardts Überlegungen für dein Schreiben mitnehmen kannst. Robert Gernhardts Poetik, was sind so wichtige Stichpunkte? Er denkt deine Poetik anhand von Räumen. Das heißt, er spricht vom Haus der Poesie und er spricht vom Clubraum und da betont er, wie sehr das Schreiben mit anderen zusammen Freude und Spaß machen kann. Er spricht auch vom Hohlraum und hier bezieht er sich darauf, dass Gedichte immer andere Gedichte aufgreifen. Wenn du ein Gedicht schreibst, dann schreibst du nicht im luftleeren Raum, sondern du begibst dich in die Tradition großer Dichter. So, was kann das Ganze jetzt für dein eigenes Schreiben bringen? Wie schreibst du denn nun ein gutes Gedicht? Robert Gernhardt ruft viele Fragen auf. Viele Fragen, die sich um Gedichte drehen und die auch aktuelle Debatten um Dichtung wieder aufgreifen. Vor allem die der letzten Jahre und Jahrzehnte. Eine große Frage ist, wie kann man denn heute noch dichten, wenn traditionsreiche Regeln verpönt sind? Bestes Beispiel sind die Reime. Reime sind out. Heißt das, man sollte jegliche Regeln über Bord werfen oder nicht? Heißt das, man darf auf keinen Fall mehr reimen? Robert Gernhardt erläutert, dass es zwei mögliche Antworten gibt auf die Problematik. Die eine ist, die Regeln, die traditionsreichen Regeln ganz subtil zu verwenden, das heißt so, dass es keiner merkt. Die andere ist, sich eigene Regeln aufzustellen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, ganz ohne Regeln zu dichten. Was dann erfolgt, sind freie Verse, die überhaupt keinen Regeln gehorchen. Das lehnt Robert Gernhardt ab. Und in diesem Video soll es auch nicht um diese freie Form der Dichtung gehen, die häufig eher der Prosa gleicht, sondern tatsächlich um Dichtung, die dicht ist. Ja, Gedicht. Da steckt ja das Wort dicht drin. Das heißt, Sprache ist verdichtet und das hat mit Regeln oder nennen wir es auch Regelmäßigkeiten zu tun. Was schlägt also Robert Gernhardt vor? Er sagt, wenn man nicht nach traditionellen Regeln oder Mustern dichten möchte, dann stelle man eben seine eigenen Regeln auf. Und das funktioniert wie folgt. Du brauchst Inspiration. Er nennt vor allem die Werbung, die Medien als mögliche Inspirationsquellen. Du brauchst so einen Satz, ein Wort, einen Ausdruck, etwas, was dir ins Ohr fliegt und was für dich poetisch klingt, wo etwas verdichtet ist, davon gehst du aus. Und dann stellst du deine eigenen Regeln basierend darauf auf. Das kann explizit erfolgen, das kann natürlich aber auch aus dem Gefühl heraus ganz implizit erfolgen. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Es ist nicht von Robert Gernhardt, es ist von mir selbst. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, das kann jetzt äußerst peinlich werden, macht aber nichts. Also, einmal kurz zu mir. Ich schreibe gerne Kinderlieder. Ich habe die letzten Wochen und Monate eine ganze Reihe an Kinderliedern geschrieben und die habe ich eigentlich gar nicht geschrieben. Ja, also das stimmt eigentlich schon gar nicht, wenn ich sage, ich habe die geschrieben. Man kann viel eher sagen, die sind mir so
zugeflogen. Die sind mir so passiert. Und zwar ganz nach den Vorstellungen, wie Robert Gernhardt das auch vorschlägt. Es kommt so eine Inspiration, die ist irgendwie da. Und dann gucke ich mal, was kann ich draus machen. Ein Beispiel habe ich dir mitgebracht. Es ist ein Lied. Ja, aber das Lied ist nicht so weit weg vom Gedicht und deswegen eignet es sich wunderbar. Ich möchte dir hier zeigen, wie eine Inspiration zu einem kleinen Gedicht führen kann und welche Rolle hier Regelmäßigkeiten spielen. Und das kannst du für dich übernehmen und genauso vorgehen. Meine Inspiration war wie folgt: Ich spazierte mit meinem Sohn durch einen schönen Sommernachmittag und wir sahen, dass vor der Eisdiele alle möglichen Menschen Eis wollten. Ja, da war eine ganz lange Schlange, alle standen schon da mit ihren Eiswaffeln, manche auch im Becher das Eis und haben genüsslich geschleckt. Und ich glaube, mein Sohn sagte den Satz, alle wollen Eis. Und dieser Satz, alle wollen Eis, der ging mir nicht aus dem Kopf, der war plötzlich da, alle wollen Eis. Und wir haben wiederholt, alle wollen Eis. Alle wollen Eis. So, und dann hatten wir schon den ersten Vers unseres Gedichts. Und ich habe irgendwie dann weitergemacht, alle wollen Eis. Und überlegt, ja, kann man so wiederholen? Was kann man dazwischen sagen? Alle wollen Eis. Und zwar ein ganz großes. Okay, und dann war es auf einmal da. Alle wollen Eis. Und zwar ein ganz großes. Und dann nochmal, alle wollen Eis. Am besten mit Soße. Alle wollen Eis. Erdbeer oder Schoko. Alle wollen Eis und rufen laut YOLO. Und fertig ist die Strophe. Na, nochmal, alle wollen Eis. Und zwar ein ganz großes. Alle wollen Eis, am besten mit Soße. Alle wollen Eis, Erdbeer oder Schoko. Alle wollen Eis und rufen laut YOLO. Und was hat das Ganze jetzt mit Robert Gernhardt zu tun? Was hat das mit Regelmäßigkeiten zu tun? Das möchte ich dir gerne zeigen. So, jetzt ist die Soundqualität schlechter, aber das macht nichts. Ich glaube, man sieht es hier. Hier ist das Gedicht bzw. die Strophe. Und ich probiere dir einmal kurz zu zeigen, was hier regelmäßig ist. Du siehst, es wiederholt sich immer, alle wollen Eis. Dann haben wir Reime. Ja. Großes, Soße, Schoko, YOLO. Und im Übrigen immer schön mit O. Ja. O, 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 O. Aber auch rhythmisch haben wir Regelmäßigkeiten. Und zwar haben wir, und zwar ein ganz großes, 6 Silben. Und zwar ein ganz großes. Und die 6 Silben haben wir jedes Mal. Am besten mit Soße, Erdbeer oder Schoko. Und rufen laut YOLO. Und nicht nur das, auch die Betonung ist gleich. Und zwar ein ganz großes. Ja, also wir haben hier eine Silbe, einen Auftakt. Und dann haben wir Dactylus. Ja, das hier ist ein Dactylus. Musst du jetzt nicht dir merken, aber nur so für die Experten. Ja, also einmal Dactylus. Und einmal ein Trocheus. Trocheus. Und so zieht sich das durch. Und zwar ein ganz großes. Ja, dum, bam, 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 bam. Am besten mit Soße. Und so ist es jedes Mal. Ja, Auftakt, Dactylus, Trocheus. Auftakt, Dactylus, Trocheus. Ja. Und zwar ein ganz großes. Am besten mit Soße, Erdbeer oder Schoko. Und rufen laut YOLO. So, soweit. Da könnte sich sicherlich noch mehr finden. Aber ich glaube, es reicht für den Moment. Ich glaube, ich konnte dir zeigen, was ich dir zeigen wollte. Es gibt eine Inspiration und dann entsteht ein Gedicht und dieses Gedicht läuft nach Regeln ab. Die Regeln kommen aber nicht von außen. Die Regeln gibst du dir selbst oder das Gedicht gibt sich die Regeln selbst. Das heißt, in der Dichtung selbst entsteht das Muster, entstehen die Regeln. Das so meine Auffassung von Robert Gernhardts Vorstellung und mein Vorschlag, wie man das in die eigene Dichtung, ins eigene Verfahren umsetzen kann. Was machst du jetzt damit? Wie schreibst du ein gutes Gedicht? Geh offen durch die Welt. Schnapp einfach Sätze auf. Schnapp auf, was Menschen sprechen, was in der Zeitung steht, was in der Werbung kommt. Nimm dir einen Satz, einen Ausdruck, der dich anspricht. Spiel damit rum.
Guck, was passiert. Guck, welche Regelmäßigkeiten sich ergeben und erstell so deine eigene Regel, dein eigenes Muster. Ich wünsche dir viel Freude beim Gedichteschreiben. Wenn dir dieses Video und diese Inspiration gefallen hat, geh auf schreibenundleben.de, trag dich in den Newsletter ein. Dort findest du noch viel mehr Inspiration für dein Schreiben. Schreibenundleben.de. Wir sehen uns dort oder auch im nächsten Video.